mich die Sicherheit rausstellt. Ich steh auf, ich steh voll auf, weil ich den Kopf nicht in Staub steck. Und ich geb mir die Kraft an und werde dieses Pack, das gemacht hat, weil ich wie alle hier satt hab. Lass mich schlafen, weil das letzte bisschen frei noch abschalten. Und so ein Kraftwerk mit der Monitor über die Straßen, ich starb da. Mit all den Rhymes im Kopf und der ganzen Wut im Bauch. Vor dem Supertrieb für Babylon, jetzt hab ich Duschte aus. Von Haus aus gut gelaunt, mach nicht auf coolen Sound, doch geh zum Triple Sixer, riecht aus mir wie die Filter aus. Ich bin mit und dafür gern analysiert. Ich weiß nur, Rap, ich dazu, die Wut zu kanalisieren. Doch ich aus Hass auf irgendwen beziehe ich keine Energie, sondern aus Liebe zu mir selbst. Deshalb bin ich auch MC. Hey, yo, wie schaut's aus, Leute? Seid ihr noch am Leben oder was? Ich bin ein Freund der klaren Sprache. Ich kann euch sehen, aber ich kann euch nicht hören. Also, Leute, seid ihr am Leben oder was? Okay, trotz dem heißen Wetter und den vielen Wehen im See. Seid ihr noch aufnahmefähig? An alle da draußen, die mich noch nicht kennen. Ich bin einer von denen, die dieses Land überfremden. Bin am Goetheplatz geboren, doch nicht genetisch germanisch. Ich liebe meine Stadt, doch für den Staat empfinde ich gar nichts. Liegt daran, dass ich Herrschaft nicht akzeptiere, ein Führer nicht existiert, der mich repräsentiert. An diesem miesen Spiel um Macht und Geld bin ich nicht interessiert, weil nur der Niedrigste gewinnt und das heißt, wir verlieren. Demokratie fährt mir ein wie ein Scheinbegriff. Opium fürs Volk, in dem es übers Fernsehen reinkommt. Ich frag mich, wer bezweifelt, was eigentlich ist. Nicht das Volk regiert, es wird regiert von dem, der hinterm Schreibtisch sitzt. Aber das Volk ist frei, zumindest soll es so sein. Mit Grundrecht und so zwar nicht in Gegenwart der Polizei. Für entscheidet, was es kauft, wohin zum Urlaub reist. Sogar wer das Land regiert, wer von zwei Volksparteien. Ich kann nur wählen, wer weniger stinkt. Und gebe ihm meine Stimme, damit nicht sein Gegner gewinnt. Was bedeutet die Wahl schon? Ich kann nur sagen, von Arthur, Politik steht schon fest, wie bestimmt nur ihren Fahrt. Der Philosophen, die Bürokraten und über ihn die Massenpsychologen. Er hat gesagt, die Welt geht sie um die Emotionen, die die Menschen so bewegen und uns allen in den Boden. An erster Stelle auf Platz 1 wäre die Angst, der wäre die Ängste lenkt, hält die Fahne an seiner Hand. Die Angst ums Auto, ums Haus, ums Leben, die Seinen und Angst vor der Strafe für Noten, für aus der Reihe getanzt. Angst vor der Zukunft in der Welt und die Zeiten sind krank. Und am meisten die Angst vor bösen Fremden im eigenen Land. Bekommt die Angst ein Gesicht, den gemeinsamen Feind sind Völker und Herren, Gang und Streiten in zweiter auf einmal vereint. Juden, die Ketzer, die Kommunisten. Und jetzt sind alle, die dem Staat nicht gefallen, nur Terroristen. Plus macht der radikale Antiglobalist noch die Runde. Ein Teil des Volks wird so verdächtig, der andere Volks hat die Hunde. Plus die Medien wissen zu berichten. Die reißerischen Gruselgeschichten, die zu verdichten Jugendlichen. Bewaffneten Horden, die Raubmüllern und Morden. Und Kinder nur noch potenzielle Kriminelle vermorden. Und all das steigert die Nachfrage nach Sicherheit. Und Politiker verkaufen Sicherheit. Doch die bezahlen wir mit unserer Freiheit. Doch die Frage ist, wer schützt uns vor ihnen in dieser großen Illusion, die sie Demokratie nennen? So sieht's aus. Hey Leute, was ist los? Seid ihr immer noch gut drauf? Oder ist euch jetzt die gute Stimmung aus? Du schaust aus mit der Welt keine Zukunft. Dennoch freut's mich, dass ihr mir heute Abend alle Zukunft. Ich meine, die Zukunft, die hängt eigentlich ab von uns. Und deswegen mache ich ja eben diese Kunst. Und die Kunst an der Kunst ist, dass man weiß, wann man aufhört mit der Kunst. Aber jetzt rapp ich noch ein bisschen mit den Jungs. Hey Leute, was ist los? Ich riech den Dunst. Was ist los? Seid ihr heute noch bei Vernunft? Oder seid ihr absolut auf Party das Wochenende? Ich komme als David P. Ich bin ein harter Knochen, denn das war ein geiler Reim mit Lauten. Ey, yo, ihr könnt mir ruhig vertrauen. Heute Abend hier, ich mein alles ganz gespannt. Ihr seid Jugendliche und ich bin ein Mann. Ich komm ans Mikrofon und zeig euch, was ich kann. Naja, das hab ich schon gemacht. Seit 23 Jahren mach ich diesen Shit bei mir in München und auch mit dem Rest der Welt. Ich will nicht euer Geld. Ich will nur, dass ihr hört meinen Aspekt der Wahrheit. Und es freut mich, dass ihr am Badesee heute da seid. Und zwar hier in Riedenburg. Ich hab gehört, in diesem See lebt ein Riesenlurch, so ein Killerkarten Kuno. Und da drüben in den Bergen lebt Problemberg Kuno. Ey, yo, das war's jetzt. Hey Leute, was ist los? Keiner lächelt. Vielleicht, weil der Freestyle so schlecht ist. Also, was ist los? Habt ihr Bock auf den Shit? Dann gebt mir ein Signal. Seid ihr noch fit? Naja, naja, aber hey, was ist los? Seid ihr noch da? Nein, nein, seid ihr noch da? Na, ihr seid anwesend. Ich kann jetzt weitergehen. Hey, wie schaut's aus? Wollt ein bisschen Freestyle kriegen? Also, was ist los? Check the shit. Die Leute haben Bock darauf. Also, mach mit! Ich mach mit und bin dabei. Seid ihr auch noch dabei? Riedenburg, was geht mit euch auf? Der ist die Joy. Seid ihr unsere Area? Dann sag yeah! Seid ihr unsere Area? Dann sag yeah! Seid ihr unsere Area? Dann sag yeah! Das ist eine World of Man.
Zeug. Wie kommt ihr, versteht uns oder sprecht ihr schlechtes Deutsch? Doch das kann man schon kapieren, wenn die Jungs hier im Mikro sind und alle improvisieren. Sie machen die Kacke, wenn wir diese Sache lieben. Und anders würdet ihr uns auch gar nicht mehr aus dem Bett kriegen. Weil ich würde schlafen, wenn ich nicht das Rappen hätte. Na gut, ich hab noch die Arbeit, aber die ist nicht so fresh jetzt. Denn wenn der Reckless einmal ein Mikro kickt, dann nimmt er sich dieses verdammte Mikro mit. Ich mach diese Scheiße direkt hier in Regenburg. Doch die Leute wissen leider, mir ist es auch niemals wurscht. Ob ich gut bin oder schlecht bin, das ist der Reckless, weil ich echt bin. Ich mach diese Sache und ich denke. 3 Minuten haben wir auf dem Preis. Reckless und David wie Euler, das ist der reise Scheiß. Riedenburg, seid ihr immer noch dabei? Dann legt ihr mal die Arme und dreht frei. Yeah, Riedenburg, was gibt denn euch? Sagt der ist Detroit, seid ihr dabei? Dann sagt ihr, seid ihr dabei? Dann sagt ihr, seid ihr dabei? Dann sagt ihr, alright, okay. Das kann man schon machen, so können wir arbeiten. Die Session ist gut, das wird auch keiner abschreiten. Jetzt freut dich das Mikro noch lauter. Dann hätte diese Stimme auf der Bühne noch mehr Power. Auf dem Dreier ist gut, auf dem Zweier noch bisschen. Ein Traum, ja, mehr will ich mir auch gar nicht wünschen. Und euch geht es auch gut? Jetzt wird der eine sogar seine Frau hoch. Pass auf bloß, du musst dich jetzt langsam bewegen. Sonst fällt sie hin und tut sich was am Schädel. Aber er hört gar nicht zu, es ist ihm wurscht, weil er trank nämlich einen über den Durst. Grüß dich, Servus, ich bin der Reckless. Ankunft von der Lady Rider, this is precious. Wir machen's halt so in Bayern, weil wir sind gut die Pur. Und wir machen diese Scheiße, die Leute wissen wie Touren. Nur das wird schön machen und seid ihr auch noch am Start. Dann macht mal ein bisschen Lärm und macht halt ab. Was geht mit euch auf? Der ist die Joint, seid ihr unser Area? Sag yeah! Sag yeah! Und sag yeah! Da kannst du noch mal einen kicken, weil sie mögen es so sehr. DJ C und Aaron und die beiden Typen heute hier. Amagata sehen! Magata, Magata, da ist sie. Alles klar, ich kick den Shit hier mit meinem Mann Reckless in einer Minute. Wir sind ein Konzert aus Brooklyn und das Ganze geht so. Wenn ihr davon drauf habt, die Freunde machen. Okay, das ist DJs Pijane, wo sind eure Arme? Nur für meine Band mach ich Reklame. Du findest mich nicht auf Facebook und auch nicht im Internet. Hier ist David, hier am Mikrofon und ich bin perfekt. Na, wenn ich rap so als Mensch, da arbeite ich dran. Ich stell mich auf die Bühne und ich tu, was ich kann. Die ganzen anderen Rapper sagen, yo, der Beat ist fett. Hätte ich Bock auf ihre Phrasen, wäre ich im Politgeschäft. Aber ich bin es nicht, da wo ich bin, da ist es nicht. Leute, was ist los? Habt ihr Bock oder nicht? Ich muss ja immer fragen. Ich bin ein Freund mit Langwort. Also was ist los, bitte die Sportler? Hab ich noch Position für den scheiß Mikrofon? Hey Leute, was ist los? Wir kämpfen frei von Nation und frei von Religion. Das brauch ich nämlich nicht. Ich glaub von euch